Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Wir sind immer noch am Start mit unserem Geralt. Wir suchen immer noch die Fußspuren von Feigling. Und die müssen wir mit unserer Hexersinnen holen. Die sind kein Weibchen. Das Weibchen steht da hinten rum. Das ist die gute Jennifer. Ja, ist ein NPC. Also, sie antwortet nicht. Das ist kein Solo-Let's Play. Es ist kein Dings-Let's Play. Aber egal. Was haben wir hier noch? Haben wir noch was zu suchen? Warte mal, hier muss irgendwo noch was sein. Warte mal. So, warte mal. Irgendwo. Hier ist irgendwo eine Tür. Diese Türen. So. Leider. Nehmen wir mit. Warum auch nicht? Kann man immer mal gebrauchen, wie gesagt, und sei es, um das Ding zu verkaufen, so. Blöd. Die Tür ist leider verschlossen, da müssen wir mit einem Schlüssel irgendwann mal kriegen. Ich hoffe, dass wir da was irgendwann dann bekommen. So. Hier ist ja was. Und ist hier noch irgendwas? Da unten ist etwas. Ich kann es nicht erkennen. Das ist nicht gut. Warte mal, hier ist irgendwas noch zu... Ist das hier irgendwo? Das muss ja hier unten irgendwo sein, warte mal. Kriege ich das irgendwie hin, nö. In der Nähe, das muss ich. Warte mal, hier ist auch der Eingang. Irgendwo, ne? Anzünden. Jetzt unter uns, ne? Hier oder so? Ah, super. Morgwart gibt nicht so einfach auf. Naja, das ist klar. Wir müssen da irgendwo durch. Anzünden. Keine Bissspuren. Morgwart frisst seine Opfer nicht. Seltsam. Ist das der Feigling? Nein, der liegt schon länger hier. Was? Ich verstehe dich nicht. Komm näher, wenn du reden willst. Ja, ich... Die Sinne sind wirklich getrübt. Gut, dass sie uns nicht versteht. So, warte mal. Ja, ja. Du hast gesagt, doch herkommen, wenn ich reden will, also bin ich da. Ja. Mal. So, einmal kurz das Feuerchen wieder anzünden. Gut, da sind wir ja schon drin gewesen. Na, hier kommen wir nicht raus. Also es müsste hier unten... Es müsste eigentlich hier irgendwo sein. So, warte mal. Na, gucken wir uns das mal weiter an. Da weiter, ne? Die Tür rührt sich nicht. Der Feigling muss sie versperrt haben. Oder verrammelt. Ich muss außenrum. Ja. Erkundige die weiteren Bereiche Hebariums. Die Frage ist...
ins Haus kommen wir gerade nicht, oder? Hoch kommen wir auch nicht, oder? Liege ich da falsch? Ja, anscheinend schon. Warte mal, dann kommen wir da. Ne. Da kommen wir nicht hoch, so wenn ich das. Also eigentlich müsste. Ah. Ah. Ah, komm rein ins Haus. Zerbrochene irgendwas? Shit. Okay, da können wir nicht hin. Hi, okay. Naja, hier gab es auf jeden Fall nicht. Hier gab es auf jeden Fall irgendwie Kampfspuren. Die Frage ist, wie kommen wir hier weiter? Also wir müssten ja hier außen irgendwo durch. Das ist es ja eben. Laut. Allerdings sind wir hier irgendwo richtig. Oder sind wir hier unten? Müssen wir hier unten irgendwo lang? Ich bin ein bisschen ratlos. Wie ähnlich damals bei dem Haus. Morgwart gibt nicht so einfach auf. Noch eine Leiche, auch ohne Bissspuren. Okay. So. Wir kommen hier gerade momentan nicht raus. Aber könnten in dem Haus eine Schlüssel liegen? Weil, ich vermute. Ich meine, ein liegt irgendwo, weil, muss ja irgendwas sein. Irgendwas ist ja zum Untersuchen. Wenn ich das richtig sehe, oder? Es ist unten drunter. Das ist unten drunter. Also ihr sagt mir hier. Der sagt mir, hier muss irgendwas ja sein. Ich vermute, dass das unten drunter ist. Das kann nur unten sein. Das kannst du mir gerade nicht erklären. Der Feigling war verletzt. Er rannte los.
Das Blut des Feiglings. Das Blut des Feiglings. Ja, schon klar. Das Blut des Feiglings. Okay, das ist jetzt dreimal schon mittlerweile gesagt, aber irgendwo... Irgendwo muss ja hier irgendwo noch weit weitergehen. Okay. Das ist irgendwas anderes gewesen. So. Ja. Ja. So, der ist jetzt mal hops. Ah, dieses Karten öffnet sich ein bisschen manchmal. Kürzester Zeit öffnet sich die komplette Welt wieder die Weltkarte. Jawohl, da gehen wir mal hoch. Aber hier muss ja irgendwas sein. Oh. Da komme ich nicht rüber. Ich muss runter, falls ich die Schleuse aufkriege. Scheint ein gewöhnlicher Mechanismus zu sein. Ein Hebel, um das Schleusentor auszuwählen und einer, um es zu bedienen. So, okay. Dann haben wir das zumindest mal in die Richtung gebracht. So, erkunde die weiteren Bereiche. Klatsch. Super, dann kommen wir jetzt hier weiter. Okay. Laut der Karte muss es ja hier sein, oder nicht? Ein Symbol von Freya. Untersuchen. Ich bin zurück. Ich komme immer mehr zurück. Da werde ich fast neidisch. Definitiv. Willst du eine Geschichte hören? Oh, ich mag Geschichten. Hau raus, Kollege. Sicher, warum nicht? Wenn's sein muss, bin ganz Ohr. Es kamen Krieger, wussten, dass sie mich nicht töten konnten. Mit einer Falle ketteten mich an, schlossen mich hier ein. Weißt du, was ich getan habe? Ich biss mir das Bein ab.
um mich zu befreien. Jeder Biss war zum Heulen. Ich spuckte Blut. Die eigenen Gliedmaßen abbeißen tat weh? Wer hätte das gedacht? Welch eine Überraschung. Du verstehst das nicht. Das war mehr. Mein Maul brannte. Als ob ich Feuer geschluckt hätte. Als ob alles in mir zerrissen wäre. Ich dachte, ich sterbe. Aber ich schaffte es. Und dann zerriss ich sie. In kleine Fetzen. Ein winziges Stöckchen. Diese verfluchten Helden. Hat diese Geschichte eine Moral? Hat deine Geschichte auch eine Moral? Oder prallst du nur? Die Moral ist... Du kannst mich nicht töten. Nicht aufhalten, nicht fesseln. Ich entkomme überall. Der Fluch. Ich kehre zurück, um dich wieder zu erholen. Super. Und jetzt? So, komm her, ihr Kollege. Und tschüss. Was ist los? Können wir jetzt reden? Ich kann's erst jetzt. So ist der Fluch. Ich muss beißen, kratzen, zerfleischen. Bis zum Umfallen. Du hast Zeit, bis mein Blut versiegt und ich zurückkehre. Hör zu. Brich den Fluch. Befrei mich endlich. Ich werde dich belohnen. Okay. Was? Sagtest du etwas von einer Belohnung? Geplündert. Geflattert, getrunken. Mit einer Ausnahme. Echter Schatz. Versteckt. Dein... Wenn du mir hilfst. Ich suche einen Mann, den man den Feigling nennt. Er kam wohl her, um dich zu töten. Hat's wohl nicht geschafft. Wer herkommt, stellt sich selten vor. Wie hat er ausgesehen? No, keine Ahnung. Dann kann ich nicht helfen. Ich hab schon viele zerrissen. Mach was so. Das Gespräch ermüdet mich. Kein Interesse. Was hast du vor? Meinen Beruf ausüben. Feiern. So. Der Kollege Sops. So. Also offiziell sind wir ja irgendwo hier. Gucken. Unberührt, nichts gefressen. Morgvaak verschlingt seine Opfer nicht. Merkwürdig. Ja, hat's ja
Das Thema hat sich ja jetzt erledigt mit dem Ding, mit dem Viech. Laut und das. Morgwag ist durch diese Tür gebrochen. Er muss was dahinter gewittert haben. Nein. Ja, wir haben ihn erledigt. Jetzt könnte er unten drin sein auch. Hey, hörst du mich? Geralt, hast du mich erschreckt? Das war eigentlich nur Zufall. Keine Absicht. Das will ich hoffen. Sag Bescheid, wenn du den Feigling findest. Ja, da suchen wir aber nach der nächsten Folge, würde ich sagen. Und dann, das war tatsächlich jetzt wirklich nur Zufall, dass ich hier reingefallen bin. Eigentlich bin ich mir schon jetzt weit gerannt. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei The Witcher 3. Wir sind nämlich schon wieder am Folgenende. Und dann suchen wir den Kollegen namens Feigling. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.